Let's play Fallout. Wir sind im Lager in der Basis der Bruderschaft. Ich habe eine Power-Rüstung gekriegt, wie ihr seht. Und jetzt gehen wir runter auf Ebene 4, weil ich nehme an, dass da die das Ältesten sind. Die Maxons. Mattia? General Maxon. Das ist ein Kuttenträger von den anderen da. Naja, quatsch mal mit denen. Hallo, Freundchen. Cabot hat gesagt, du willst mich sprechen. Ich bin, ich habe gerade viel um die Ohren. Also, ich helfe dir, aber nur, wenn du nicht zu viel laberst. Weißt du, Outsider, die quasseln immer. Bisschen wie ich, hm? Hast du irgendwelche Ahnung, was hinter dem Verschwinden der Caravans stecken könnte? Als die Caravans verschwanden, schickten wir Späher nach Osten und Norden. Die im Norden kamen nicht zurück. Einer kam aus Osten zurück. Er sprach von seltsamen Wesen, nur Muskeln und glühende Augen. Die Elder helfen mir nicht, doch ich bereite mich trotzdem vor. Ich glaube, ich habe diese Kreaturen gesehen, von denen du redest. Sie sind nicht gerade leicht auszuschalten. Dann verstehst du das Problem. Zum Überleben brauchen wir einen, der die Außenwelt kennt. Wie du. Ich werde das Gebiet nördlich von hier erkunden und dann berichten, was ich herausgefunden habe. Gut. Hast du sonst noch Fragen? Könnte ich vielleicht bessere Waffen haben? Nun, sprich mit meiner Assistentin Mathia darüber. Okay, tschüss. Ripper will ich nicht, dann nehme ich... Okay, Maxon hat eine Verbesserung deiner Bewaffnung autorisiert. Für welche entscheidest du dich? Ich nehme den Raketenwerfer. Was soll's? Oh, ich mag das hier so. Das ist richtig cool, ey. Aber gut, dann gehen wir mal weiter. Ich muss aber jetzt nochmal zurück nach Boneyard. Weil, dort müsste mir jemand helfen können, meine Power-Rüstung zu verbessern. Beziehungsweise, ich muss zuerst, ich habe das schon durchgelesen, wie ich das machen muss. Ich muss zuerst zum Hub und dann nach Boneyard. So, aber erst mal meine Waffe wieder ausrüsten. Fühle ich mich so nackend. We're looking good. So eine Power-Rüstung ist schon was Feines. So, erst mal zum Hub. Da muss ich nämlich zur Bibliothek und muss da was besorgen. Bibliothek, die war hier, oder? War die hier? Nee. Shit, die war... die war eins weiter oben, oder? Was bestimmt ist. Auch nicht. Bibliothek. Shit. Da war es doch weiter unten. Das könnte sein.
meisten Bücher hast du? Ich muss nämlich jetzt Chemiebücher kaufen. Sind es vielleicht die? Ein paar Sachen loswerden hier. Habe ich auch nicht mehr. Okay, das wird zu viel. Komm höchstens. Dies reicht ja aber nur nicht. So, wegen so ein paar Münzen jetzt. Das nimmt es jetzt natürlich nicht an, das ist nicht ganz so gut, ja, super. Bitteschön. So, ich hoffe mal, das ist jetzt das Richtige gewesen. Dann geht es nämlich jetzt direkt weiter zum Boneyard. Da müsste ich jetzt eben Rüstung verbessern können und meine Waffe sogar, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, dass wir auch schon langsam uns gegen Ende bewegen. So, Boneyard. Wo waren denn die jetzt? Wir waren gleich am Anfang, oder? Nein, fuck. Pass auf die Deathclaw auf, welche denn? Ist doch gar keine mehr. Okay, immer noch nicht, super. Aber hier wieder den besten Einstiegspunkt gewählt hier für die Stadt. Du siehst eine Wache der Brotherhood. Du hast 2000 Erfahrungspunkte, du hast ein neues Level erreicht. Wieso? Ach ja, genau, diesmal habe ich den Kampf nicht mitgemacht. Danke für dein. Du kannst mal bei Miles und Smith reinschauen. Die können eventuell bei den weiteren Reisen hilfreich sein. Genau, das habe ich auch vor. Dann gehe ich jetzt mal zuerst zu Smithy. Der soll ja angeblich meine Plasmakanone ausbauen können.
mit uns kaufen. Wollen wir Frage stellen? Geht nicht. Vielleicht muss ich zuerst zum anderen runter. Oder hätte ich irgendwas zuerst machen müssen? Wenn es jetzt nicht geht, dann ja, mein Gott. Ach, der will jetzt erst, dass ich die Scheiße da repariere bei ihm, ne? Samoil. Hey, ich kann gar nicht fassen, dass wir uns getroffen haben. Wer bist du? Ich bin Neo, sehr freut, man nennt mich Samoil. Was machst du hier? Ich bin Scavenger, meine Aufgabe ist es, bei Uni und auch nützliche Sachen, noch Informationen abzusuchen. Hast du auch... Wie umgehst du die Deathclaws? Okay. Was machst du nochmal? Ungefährlich. Naja, die Deathclaws sind ja da draußen. Hier sind die Regulatoren, weiß nicht gerade. Hast du auch andere Gebiete ausgekundschaftet? Ja. Und wenn man den Geschichten Glauben schenkt, dann wurde die Kirche auf einer alten Vault errichtet, in der die Vorfahren Aritum. Aha. Okay. Tja, jetzt habe ich mit ihm geredet. Und gebracht hat es mir nichts. Tja, du musst mit Samoil sprechen. Wenn ich mit Samoil spreche, jetzt sollte man... Nix, was irgendwas damit zu tun hat. Naja, so viel zum Ausbessern meiner, zum Verbessern meiner Rüstung. So, wie komme ich denn jetzt hier? Nein. Ich muss doch von hier auch wieder irgendwo wegkommen, oder? Ah, dort lang, okay. So. Und wo ist die Military Base? Wird mir gar nicht angezeigt. Das ist Necropolis. Muss ich jetzt so erst einmal durchwandern, durchs Wasteland. Im Norden hieß es, ne? Und gehen wir einfach, decken wir halt einfach mal hier ein bisschen auf. Sonst weiß ich auch nichts. Stuff maybe?
Schmidl läuft da dieser wunderschöne Gänsehaut-Sound. Ich feiere die Melodie, also die Musik echt. Also vorhin, als ich das so nachgespielt habe, habe ich mir auf YouTube noch rausgesucht. Du Depp. Jetzt machen wir es auch noch weg. Keine Munition mehr, okay. Was ist die? Nee. Die war's. So. Okay, ich gehe. Ich schätze aber mal nicht, dass es jetzt hier unten ist. Ah, was haben wir jetzt wieder? Nur die blöden Ratzen. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier Norden ist. Ja, aber... Hallo? Wo ist denn die dann? Eine, was mir jetzt hier noch nicht angezeigt wird, da. Vielleicht ist es irgendwo darüber jetzt dann. Wieder der Patrick oder wie er heißt. Ja, aber der kann halt auch nicht helfen. Wie weit geht denn das darüber? Ich gehe jetzt einfach mal bis zum Rand komplett drüber. Hätte nicht gedacht, dass er so groß ist hier. Aha. Was ist das denn? Sein Eigen umgebracht? Tatsache. Okay, ich muss mich um den da kümmern. Hoffentlich treffe ich ihn jetzt direkt. Haha!
Sehr schön, sehr schön. Was ist denn das für ein ekelhaftes Ding? Aber ich denke, das ist ein gutes Zeichen, wenn man... Irgendwer gestorben? Ist Katja tot? Katja ist tot, oder? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh Mann. Wow. Really? Okay, der flüchtet also. Ja, komm, lass ihn gut sein. Ach, so eine Scheiße. Das nehme ich gar nicht mit an das Zeug. Nehme ich auch nicht mit. Nur das nehme ich mit. Oh Mann, arme Katja. Ja, da war es noch ein bisschen krasser, das gute Fallout, ne? Also... Gefährte tot, tot. Tot, tot. Dann ist er tot. Schmeiß ich ihm das jetzt ins Inventar. Shit. Habe ich mir extra geholt, weil ich mir dachte, naja, so gegen Spielende ist vielleicht nicht schlecht, wenn man ein bisschen Unterstützung hat. Aber damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Bitte nicht nochmal. Okay, was auch immer. Wetten? Würde ich sagen, sehen wir uns morgen, was das ist. Sehen wir uns morgen, was das ist. Sehen wir uns morgen an, was das ist. Bis dann!